Ja, wir stehen wieder vor einem Saisonabschluss. Und diesmal haben wir in unserem letzten Abonnementskonzert ein romantisches Programm für Sie vorbereitet. In der Mitte des Programms steht vom romantischen Komponisten Sir Edward Elgar das Cellokonzert. Vor seinem Ritterschlag kämpft der Elgar noch um Anerkennung. Und dank einem Werk, seinen Enigma-Variationen, schaffte er tatsächlich den Durchbruch. Doch schon 2 Jahrzehnte später änderte sich das sehr schnell wegen dem Ersten Weltkrieg. Seine künstlerische Identität und seine Popularität fielen außer Mode. Und kurz nach dem Krieg komponierte eben dieses Cellokonzert. Man sagt, es ging nicht gut, und er musste seine Mandeln herausoperieren. Und dass er dann auf dem Tag, als er entlassen wurde aus dem Krankenhaus, ein Stift und ein Papier verlangte und das erste Thema des Konzerts niederschrieb. Zugleich sagte der große Cellist Rostropowitsch über das Werk, er glaube, diese Musik habe eine gewisse Naivität, vielleicht eine Naivität einer frischen Liebe. Wir haben eine Cellistin aus England eingeladen, Natalie Klein, die ihre Interpretation zur Geltung bringen wird. Sie hat schon als 16-Jährige den BBC Young Musician of the Year Award gewonnen und spielt mittlerweile mit Spitzenorchestern zusammen. Zu Beginn des Konzerts spielen wir von Karl Maria von Weber die Ouvertüre zu seiner Oper Der Freischütz. Es ist sozusagen ein Geisterdrama. Das Werk galt als seinerzeit eigentlich als Wegweiser. Nicht Beethoven war damals der populärste Komponist, sondern Rossini mit seinen charmanten, humorvollen und italienischen Klängen. Und diese Musik von Weber wurde schnell zu einer nationalen deutschen Musik und inspirierte auch viele zukünftige Komponisten, unter anderem zum Beispiel Richard Wagner. Und zum großen Finale dieses Programms haben wir für Sie die 4. Sinfonie von Johannes Brahms. Hätte es einen Werk gegeben, das Brahms unbedingt in seinen Lebzeiten hätte komponieren wollen, wäre es diese Sinfonie gewesen. Dieses Werk ist eine Summe all seiner Charakteristiken, seiner Technik und seiner musikalischen Tiefe. Es herrscht eine ausgeglichene Form und eine ausgeglichene Funktion und die Technik verschafft neue Ausdrucksmöglichkeiten. Man nimmt zum Beispiel den Anfang der Sinfonie, man hat anstatt einem großen Hauptthema Terzmotiven, die senken. Piero, Poro, Piero, Piero, Piero. Und es hört sich eigentlich an wie ein Seufzen. Und auf eine genialen Weise schafft er es wirklich, diese Sequenzen als ein Thema zu gestalten. Begleiten Sie uns doch für diesen Saisonabschluss am 15. Juni im Musical Theater Basel. Vielen herzlichen Dank und bis dann.